Hallo, mein Name ist Steffi. Wusstest du, dass man in der Natur lesen kann wie in einem Buch? In einem Buch werden die Informationen mit Buchstaben und Wörtern vermittelt. In der Natur sind es die Pflanzen, die dir den Zustand der Natur beschreiben können. Um diese Pflanzen geht es in diesem Video. Ich erkläre dir die Bedeutung von Zeigerpflanzen und nenne dir typische Beispiele. Kommen wir zunächst zur Definition. Was sind Zeigerpflanzen? Es gibt Pflanzen, die ganz bestimmte Anforderungen an einen abiotischen Umweltfaktor haben, wie zum Beispiel Licht, Feuchtigkeit oder Mineralstoffgehalt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.